Hallo, ich darf euch herzlich willkommen heißen auf diesem Kanal Art and Artists. Ich habe das Thema zu heutigen Video Feminismus und Kultur. Und in diesem Kanal geht es allgemein um Kunst, Kultur, Filme und Literatur. Heute haben wir das Thema Literatur und Feminismus passend zum gestrigen Boys and Girls Day. Und zwar wurde gestern am Boys and Girls Day das Buch von Laura Karasek vorgestellt. Ja, die sind echt. Geschichten über Männer und Frauen oder Frauen und Männer. Ist egal, wie rum. Und es handelt davon, dass man sich immer in Schubladen gesteckt wird und sich immer entscheiden muss, entweder oder. Und wie man es macht, macht man es auch wirklich falsch. Also egal, was man da macht, ob als Mann oder als Frau, kann man eigentlich beides so sagen. Und darum geht es auch heute. Und angefangen möchte ich tatsächlich mit dem gestrigen Boys and Girls Day, der ja vor ein paar Jahren, glaube ich, nur Girls Day hieß. So, Girls Day hieß. Und nun heißt der Boys and Girls Day oder Girls and Boys Day. Und tatsächlich ist es so, dass auch die Berichterstattung sehr heterogen gestern darüber war. Also ich habe mich erschrocken, dass wenn sie schon diesen Feiertag oder diesen Tag, ist ja kein Feiertag, aber diesen Tag, wo ein Geschlechter, also geschlechterübergreifender Einblick in Berufe gewährt wird, so darüber die Berichterstattung gemacht haben, dass tatsächlich nur Frauen gezeigt wurden, die in einen Panzer steigen beispielsweise oder in einem Labor stehen oder was weiß ich, in einer Kfz-Werkstatt und nicht Männer, die im Friseursalon irgendwas machen oder als Erzieher am Rande sind, beschäftigt werden. Also das finde ich halt wirklich sehr traurig, dass wenn man das schon umbenennt, dass man dann auch nicht so diese Berichterstattung darauf setzt. Und das ist auch das, was alle Feminismusgegner kritisieren. Also einer der Punkte ist natürlich das, dass durch diesen ganzen Feminismus man immer nur die Frauen berücksichtigt und nicht die Männer. Und das finde ich auch ganz wichtig hier zu sagen, dass man gerade gestern wieder gesehen hat, es war wieder nur der Blick von den Frauen und obwohl es die öffentlich-rechtlichen waren, die ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, ich glaube auch nicht nur auf privat habe ich auch gesehen, Privatfernsehen, war es wirklich sehr traurig, dass man immer nur die Frauen gesehen hat, die jungen Mädchen, die dann irgendwas da gemacht haben. Und das ist eigentlich nicht okay. Genauso haben Männer zu kämpfen mit den Vorurteilen gegenüber ihrem Geschlecht, ja, kann man so sagen. Man hat zum Beispiel Männer, die in Elternzeit gehen wollen, kriegen von anderen Männern auch Kritik und so weiter, da gesagt wird, ja, wirst du jetzt zum Hausfrau und so, also so solche Art von Kritik, obwohl es mittlerweile sehr positiv aufgenommen wird und viel mehr toleriert wird als früher, vor ein paar Jahren noch. Aber das ist nicht so leicht auch, wie für eine Frau jetzt zu sagen, sie geht in Elternzeit, weil da wird das niemals angezweifelt, dass sie in Elternzeit geht. Eine Frau umgekehrt hat das Problem, wenn sie mal nicht in Elternzeit geht und sagt, ich möchte jetzt gerne weiter Karriere machen, der Mann bleibt zu Hause, muss sie sich immer anhören, die ist karrieregeil. Oder hat keine Lust auf ihre Familie oder sonst wie. Also auf jeden Fall ist da halt auch eine Diskrepanz und das wollte ich gerne mal aufwerfen. Und ich finde es sehr traurig, dass die Leute nicht in der Lage sind, nicht in Schubladen zu denken, also immer nur entweder oder. Und das finde ich, hat die Laura Karasek sehr gut auch gestern in dem Interview mit Markus Lanz gesagt und auch besprochen, dass es immer diese Vorurteile gibt, dass es Frauen gibt, die, wenn sie Feministin jetzt angenommen sind, heißt es dann, ja, wenn du Feministin bist, warum schminkst du dich, warum ziehst du dich irgendwie, was weiß ich, sexy an oder so, ja? Warum machst du irgendwelche Instagram-Bilder, die was anderes suggerieren, wenn du aber Feministin bist? Ja, aber genau das ist der Punkt, wenn man Feministin ist, kann man nämlich das tun, weil es dir selber freigestellt wird, wie du mit deinem Körper umgehst und wie du auch mit deiner Außenerscheinung umgehst. Aber es kann doch nicht sein, dass von außen immer sowas betrachtet wird. Und das wird auch, finde ich, in der Politik dargestellt. Wenn wir jetzt politische Vorbilder für Frauen anschauen, haben wir Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, auch wen haben wir da noch? Vielleicht Sarah Wagenknecht.
Und wie treten sie auch? Sarah Wagenknecht sah schon immer sehr, sehr weiblich aus. Das fand ich immer toll. Sie hat immer lange Haare gehabt, zwar zu einem Dutt, aber lange Haare, immer schöne Ohrringe, immer Hosen, nicht selten Hosen auf Röcke. Das fand ich sehr gut. Wenn wir jetzt die Merkel und Kampagnenbauer anschauen, kurze Haare, Männer, also sag ich mal, getarnte Frauen, ja, sag ich mal, in einem Männerberuf, die sind eher getarnt, ja, die ziehen sich an wie Männer. Und das erwartet man auch tatsächlich. Wenn man eine Frau in einer Autowerkstatt sieht, erwartet man, dass sie sich auch privat anzieht wie ein Mann. Und das ist doch sehr traurig. Oder umgekehrt, also umgekehrt ist das, glaube ich, eher nicht so, dass wenn ein Mann, angenommen als Krankenpfleger arbeitet oder als Erzieher oder als Friseur, von dem erwartet man tatsächlich nicht, dass er sich anzieht wie eine Frau. Das heißt, irgendwie, weiblicher anzieht oder so, sondern für mich ist ganz normal, dass er das macht. Er zieht sich auch männlich an und das ist auch völlig okay. Wenn er es nicht tut, ist es auch okay. Aber bei Frauen ist es tatsächlich so, wenn sie in bestimmten Berufen sind, dann erwartet man, dass sie quasi ihr Frauliches aufgeben. Und das ist doch sehr schade, dass es nicht sein kann, dass eine, sag ich mal, blöd gesagt, eine Barbie-blonde Fashionista, ja, eine Bloggerin oder so, dass die nicht promoviert haben darf in Neurowissenschaften oder so. Das ist doch sehr traurig, dass man das quasi diesen Frauen abspricht. Das heißt, desto höher, desto gebildeter man ist, desto schlechter muss man aussehen und desto dümmer man ist, desto besser sieht man aus. Irgendwie ist das doch merkwürdig. Und das betrifft tatsächlich alle Schichten, alle gesellschaftlichen Schichten, zumindest mal in meiner Umgebung. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr darüber so denkt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß.